Joachim, ich bin der Joachim von Session. Heute habe ich für euch dabei von TechAmp Blackjack 500 Classic. Liebe Leute, heute habe ich einen ganz tollen Amp für euch dabei, und zwar von TechAmp, dem Blackjack 500 Classic. Hierbei handelt es sich um einen TechAmp Bassamp in einem etwas klassischen Gehäuse natürlich, wie man sieht. Ja, wir haben hier ein typisches Verstärker-Top-Teil-Gehäuse und der Verstärker klingt absolut Hammer. Das ist ein Transistorverstärker, auch mit einer Class D-Endstufe, 500 Watt Leistung an 4 Ohm, 350 Watt Leistung an 8 Ohm. Das sind erstmal so die Grunddaten von dem Verstärker. Und jetzt kommen wir mal zu den Einzelteilen, zu den einzelnen Bauteilen. Ganz klar haben wir hier erstmal die Input-Buchse, da kann man nochmal minus 10 dB einstellen, je nach Bass, den man gerade spielt. Hier ist der Gain, das heißt, hier regle ich die Vorstufen, den Vorstufeneingang sozusagen. Dort befindet sich auch ein kleines Teil, da steht Clip drauf, da kann man dann prima seinen Bass einstellen, das heißt, man spielt einfach, sobald die Lampe rot leuchtet, fängt er ein bisschen an zu zerren, ein kleines Stück zurück und schon ist die Welt in Ordnung. Dann haben wir einen Kompressor eingebaut, der ist fußschaltbar, da können wir Fast and Slow einstellen, was bedeutet, dass der Kompressor schneller oder etwas langsamer reagiert, kann ich euch gleich nochmal im Einzelnen zeigen, da hat beide Stellungen haben so ihren Einsatzzweck sozusagen und hier kann ich dann auch die Intensität des Kompressors einstellen. Weiter geht's mit der Klangregelung. Hier haben wir erstmal eine ganz klassische Dreiband-Klangregelung, also Bässe mit den Höhen. Ich kann hier praktisch einstellen, in welcher Frequenz dieser Regler greift. Ja, ich habe zum Beispiel für die Mitten habe ich als Auswahl 250 oder 400 Hertz. Da kann man dann praktisch sagen, soll er ein bisschen mehr in der Mitte greifen oder ein bisschen mehr im tiefen Bassbereich. Genauso hat es hier die hohen Mitten. Ja, da kann man dann auch sagen, in welchem Bereich die hohen Mitten greifen. Und natürlich die richtigen Höhen, die kann man dann noch ein bisschen boosten, beziehungsweise einfach ganz normal reinpegeln. Aber ihr seht, ich habe einfach alles schon mal auf Mitte gestellt und der Amp klingt schon fantastisch. Da habe ich eigentlich gar nicht groß verändern müssen und habe schon total tollen Basssound gehabt. Hier steht Rock über diesem kleinen Schalter, das ist eine Art Verzerrer. Da kann man dann praktisch ein bisschen in die Zerre reindrehen, das Ganze, das zeige ich euch gleich nochmal. Natürlich haben wir ein Master Volume. Und hier haben wir noch einen DI-Ausgang, der ist jetzt auch gerade eingestöpselt, wie ihr seht. Das heißt, das, was ihr jetzt hört, ist auch ein DI-Signal, also zusätzlich zur Box. Und wir haben Pre- oder Post als Möglichkeit, das heißt, ich kann das DI-Signal mit der Vorstufe oder ohne die Vorstufe realisieren. Das ist dann praktisch nochmal ein kleiner Unterschied. Natürlich noch ein Mute-Schalter, der ist auch fußschaltbar. Das heißt, wenn man während dem Gig mal einen Bass wechseln muss oder stimmen muss, großer Vorteil, dann kann man einfach mal per Fuß den Amp einfach muten. Und der absolute Hammer ist natürlich bei dem Teil das Gewicht, ja. Wie ihr seht, ich habe hier einen kleinen Finger und das Ding wiegt gar nichts. Der hat das totales Fliegengewicht und man kann praktisch, man denkt, der wäre jetzt total schwer, weil es ein großes Gehäuse ist, aber nein, der wiegt gar nichts. Jo, jetzt geht's los. Jetzt zeige ich euch mal ein paar Soundbeispiele. Als erstes fangen wir mal an. Ich mache jetzt den Kompressor mal weg und fange mal an dem Clip-Regler ein bisschen zu schrauben. Jetzt ist so, ist gut gepegelt, Achtung. Ihr merkt, jetzt fängt er an zu zerren, klingt nicht mehr gut, also zurück, bis er... Dann ist erstmal alles toll. Jetzt mit dem Kompressor. Der Sound wird jetzt viel weicher. Ja, ich habe jetzt praktisch einen schönen, weichen Ton, das heißt, ich habe nicht mehr so ein Krachen im Anschlag. Jetzt gehe ich mal auf Slow, drehe mal ein bisschen mehr rein und fange mal an zu slappen. Da hat der Bass, dann pumpt der so ein bisschen und das klingt unheimlich toll.
Ja, das ist eigentlich eine ganz tolle Funktion, wenn man ein bisschen slappen möchte. Wie gesagt, der Kompressor ist fußschaltbar. Die Klangregelung auch. Jetzt drehe ich den Bass nochmal auf. Moment. Ja, so haben wir praktisch jetzt bis die tiefen Mitten drin. Und jetzt gehe ich mal auf die hohen Mitten. Schon habe ich eigentlich zwei ganz tolle verschiedene Charaktere von dem Bass eingestellt. Super geil. Ja, als letztes muss ich euch natürlich noch diesen Rockschalter zeigen. Dazu nehme ich mal einen Pick. Achtung. Somit ist es auch ein echt toller, absolut toller Rock-Bass-Amp. Sprich, wenn ihr in der Rock-Combo spielen solltet, dann kann man den auch absolut benutzen. Ich sehe halt einfach mal den den Einsatzort von dem Amp, den sehe ich fast überall. Der kann wirklich absolut geil funken, der kann ganz klasse Plektrum-Spiel, kann der super ab. Und man hat praktisch ganz, ganz viele Möglichkeiten mit dem Amp, sich in der Band gut zu positionieren. Joa. Das war's von mir, vom Joachim. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen näher gebracht. Falls ihr da Fragen noch habt, ihr könnt jederzeit bei uns anrufen oder uns eine E-Mail schicken. Der Amp ist natürlich auch online bestellbar. Dort, wie im Laden, habt ihr natürlich 33 Tage Moneyback und 66 Tage Umtauschrecht. Ich freue mich, wenn ihr bei uns mal vorbeischaut, das gute Stück mal ausprobiert. Das war's von Joachim, von mir, und ohne Bass kein Spaß.